Ja, Leute, und somit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Black Mesa. In der letzten Folge haben wir dieses komische Vieh gesehen. Und ich frage mich immer noch, was das ist. Igitt. Gab es auch im Original Half-Life? Könnt ihr mal fragen, sagen, wenn das eine weiß? Muss ich glaube ich, rein, oder? Ein Kühlraum. Must be keep closed. Okay. Muss immer zubleiben, alles hier. Okay. Was ist denn hier? Ach, noch ein First Aid. Ah, dafür kommt man hier rein. Cool, cool, cool. So. Sollen wir da vorne mal reingehen? Ja, mach mal, ne? Alter, was ist das hier? Hot Water. Haha. So schnell lassen wir nicht von der Krabbe angreifen. Oder Hackcrab. Ich bleib bei Hackweb. Oh, ich höre schon wieder irgend so ein Vieh. Soll ich hier durchklettern? Ich weiß nicht. Ich würde es gar nicht wissen. Ja, ich weiß, dass hier links eine Hackweb wäre. So. Ja, ne? Was ist das denn hier? Wahrscheinlich irgendwie alles kaputt. Was ist das denn? Override, okay. Hebegeräusch. Ah, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Ja. Okay, irgendwas habe ich deaktiviert. Oder so. Oh, alles kaputt. Oh, thank God. Listen, I know where you can find some more weaponry. There's a security office not far from here. Take me with you, and I'll unlock the door. Okay, komm mit. Komm. I'll stay here. Nein, du kommst mit. Let's go. Da will mich zum Sicherheitsding bringen. Da macht er die Tür auf und dann kriege ich Waffen oder so. Nicht weit von hier, hat er gesagt, auf jeden Fall. Hier habe ich G-Man gerade übrigens gesehen. Ah, Cookies Security. Aua. Fantastisch. Yay. Soll ich ausmachen? Ach komm, ich mache jetzt aus. Warte. Er kann erwarten. So. Aus. Over there's the weapons I spoke of. Wo ist die Waffe? Ah, hier. Granaten! Und... Ja, Mann! Gefällt mir doch schon mal besser. Eine schöne Glock. I've had my fill for excitement today. Ja, und jetzt machst du bitte die Tür auf. You're welcome to stay, if you want. You're welcome to stay. Ich will hier nicht bleiben. Ich will raus hier. Los, geh auf. Na, verdammt. Hallo? Wie soll ich denn jetzt rauskommen? Ah, wahrscheinlich ist das die eine Tür auf. Gehen wir doch mal zurück. Ich habe eine Waffe. Passt auf. Nichts immer dazu. Kann ich denn hier durch? Hier ist auch nichts. Okay. Und jetzt? Hä? Warum sollte ich denn jetzt... Geht's da unten lang? Soll ich da mal lang gehen? Keine Ahnung. Ich gehe nochmal zurück zum Kerl. Und sollte da nichts sein jetzt gleich. Mach mal auf. Mach die Tür auf. Okay. Hier, hast du einen Videorekorder wieder und jetzt... Tschüss. I can't see how this could possibly get worse. Na, na. Oh, hep. Und hep. Und hep. Na okay, fast. Ich glaube, hier geht's weiter. Südweiter gehe ich aus hier. Ja, ein bisschen, ne? Okay. Progress? Yay. So.
Hier nur wieder so eine Klette. Ich höre ja schon wieder was. Mistvieh. Warum brennen die Fässer bei denen? Mistvieh, echt mal. Bah. Oh. Ich, nee. Oh, oh, okay. Da ist irgendwas hinter. Aua. Ey. Greif mich ja auch noch an, weißt du? Warum sind denn die auf die? Hä? Ah, stimmt, die sind Security Level 4. Das ist wahrscheinlich hier Area 51 Bereich und sowas. So, ein bisschen Munition bekommen. Das freut mich doch. Und ich höre Zombies. Was ist das denn? Nein! Wow. Das ist creepy. Das sage ich euch. So. Klappe. Du auch. Von dir will ich dann jetzt anfangen. So. Mensch, 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 du. Black Mesa, ich sag ja. Immer gut. Kam ich nicht von hier? Na klar. Da vorne ist ein Ventil. Da gehe ich jetzt mal hin. Zieh dich mal. So, danke. Overwild. Okay, das öffnet sich. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Okay, das war schlecht. Wobei, vielleicht ja auch nicht. Mistvieh! Jetzt ist wahrscheinlich auch die erste Etage überschwemmt, ne? Okay, doch, ne? Aber ich komme nicht mehr hoch, wollte ich nur angemerkt haben. Das heißt, ich tue mal kurz die Luft schnappen. So. Hier auch meine Brechstange, weil unter Wasser geht bestimmt die Waffe nicht. Weil gegen den Haferstein noch nie so wirklich. Mann! Da war doch gar nicht dieses Klettenvieh. Dingens, dieses Packteil. Nun gut. Aua! Ja, jetzt ersaufe ich auch noch, ne? Geil. Und tot. Benutzer Exitus, okay. Ja, und jetzt? Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll. Wenn ich das aufmache, ist ja vorbei jetzt. Dann ist ja alles überschwemmt. Dann komme ich auch nicht mehr hoch, wie ich gesehen habe. Okay. Oh, hier, nimm dein Fass. Aua. Eine Flashwand, oh nein. So, hier sind wir gerade, hier ging es gerade erst nicht weiter, genau. Soll ich das denn öffnen? Hey. Mann, die Viecher sind so mies, ne? Ja, hoch komme ich dann nicht mehr, das weiß ich jetzt, ja. Schön, und jetzt? Oh, das Vieh ist tot. Wenn ich das benutze, dann ist das doch hier auch nicht auf. Ich mache jetzt einmal hier. So, ich mache die erstmal tot. Ich gehe mir nämlich auf den Sack. Hat sie das dann auch geöffnet? Ich weiß nicht. Ich habe keinen Bock, dass die Viecher mich gleich angreifen. So. Du gehst auch noch tot. Ist zwar voll die Munitionsverschwendung eigentlich, aber
Ja. Fresse. Und du auch. Melonenplatsch? Melonen? Nun gut. Metall scheppern. Na gut. So, und oben. Das Tor geht aber auf. Wie soll ich denn dann da reinkommen, bitte? Weil das andere war doch zu. Guck, das ist zu. What the hell? Hey? Okay, ich muss mich mal beeilen kurz. Und diese Leiter. Hochschirm, hallo. Habe ich vorher gar nicht gesehen. Hast du das gerade geöffnet? Kann das sein? Progress, yay. Ich freue mich. Ich habe zwar keine Ahnung, was das ist. Und Ladedaten, geil. Ach Mensch, ey. Ich kann einfach nicht aufhören zu zocken. Ich wollte eigentlich schon nach zwei Aufnahmen aufhören. Jetzt bin ich schon bei der vierten oder fünften. Okay. Habt ihr mal zu schauen. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt genauso wie mir. Ich finde das richtig geil. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Alles blind. Hier ist ein Aufzug, schätze ich mal. Moment. Ich habe irgendwas gehört. Und habe nach oben geschaut, da war so ein Hallo Red Crab. So. Ah, unsere Taschenlampe ist übrigens nicht begrenzt. Sehe ich gerade mal so. Jetzt hat Licht wieder an, da vorne ist es aus, okay. Ach Mensch, das Leben eines Gordon Freemans, immer durch Schächte klettern. Der ist bestimmt ein Zombie, wetten? Okay, doch nicht. Die Headcrab ist tot, ne? Genau. Was ist das denn? Was? Ist bestimmt irgendein Easter Egg. So. So, dann schmeiß ich mal weg. Oh, guck mal hier. Testböder, ah hier. Wo komme ich jetzt raus? Ah ja. So, Türen sind auf und ich bin am Arsch. Komm her! Lohnt eigentlich gar nicht bei den Headcrabs irgendwie Munition zu verschwenden. Die haust einmal mit der Brechstange und dann sind sie tot. Ah, jetzt geht aber wahrscheinlich der Aufzug, ne? Und? Nein, Gordon, nach oben! Ach, geht gar nicht. Okay, das klingt nicht gut. Jetzt kommt ein kleiner Scheiß. What the fuck, man? Okay, ihr habt gesehen, man kann da runterfallen. Egal. Gut zu wissen. Yep. Bin ich zu weit nach hinten gelaufen. Und Boss. Ja, kleiner Zwischenkampf. Und die Headcrab hat sich selbst ermordet. Das ist auch gut. Ich meine, die fallen ja auch selbst an ins Wasser, theoretisch. Hui. Und dann sind ja erst die normalen Headcrabs. Es gibt ja auch noch diese schnellen Headcrabs. Meine Fresse. Ich krieg die nicht mit der Brechstange. Okay, die springen aber wenigstens darüber. Ja, Kopfkrabbe tot, sieht man auch schön. Zack. Der hat sich, ist glaube ich, Fallschaden gerade geschoben, kann das sein? Hallo, wo bist du denn? Ich sehe die nicht. Ich sehe die jetzt ernsthaft nicht. Mann, Gott nochmal. Das sind 10, 20.000 Stück hier. So, leck mich, Leute. Ich verpiss mich. Was war das denn für eine Szene, ey? Gut, Leute. Hoffe, euch hat's heute gefallen mit Black Mesa. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Macht's gut und ciao. Und ich beende jetzt hier auch die erste Aufnahme-Session.